Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind hier vor Whitespring. Und ich glaube, wir haben ganz schön Strahlung oder so etwas abbekommen. Ich glaube, wir sind krank. Wir sollten mal in den Pip-Boy gucken. Und ja, tatsächlich, das Zeichen ist uns neu. Was bedeutet das denn? Ansicht, Stufenaufstieg, nein, Red Away. Ach so, Effekte können wir hier dann nachsehen. Ja, genau. Also gegessen haben wir gut, Fleischkonserven, ja, plus 5 Bonus Erfahrungspunkte und den Kürbiskuchen haben wir gegessen. Hält 46 Minuten. Das Gelände sieht dieses Jahr prächtig aus. Ah ja, das prächtige Gelände und bringt uns plus maximale Trefferpunkte, 40, also 40% wollte ich sagen, aber nein, 40 Trefferpunkte. Ja, dann wurden wir angegriffen wohl von einem Beuteltier. Ach, das war dieses kopflose Tier da eventuell. Okay, das zieht uns jetzt ab. Intelligenz minus 4, Tragekapazität plus 20. Moment, das ist doch was anderes, oder? Tragekapazität plus 20, das bedeutet, wir haben einen Bonus bekommen. Ja, dann ist das aber doch gut. Ich glaube, wir haben ein Beuteltier gegessen. Das war nicht das kopflose Ding, das uns da angegriffen hat. Sprunghöhe, also plus Sprunghöhe auch, Tragekapazität nochmal plus 20 und Sprunghöhe plus nochmal. Wer weiß, wer weiß. Minus 4 Intelligenz, zweimal. Alles doppelt hier und am Verdursten sind wir. Okay, Aktionspunkte, Reduktion. 50%, minus 50% tippe ich mal drauf und Trefferpunkte minus 0,25, Krankheitsresistenz minus 50, okay. Bei den Special-Attributen dürfte ja noch nicht sehr viel passiert sein. Wir haben ziemlich viele Punkte auf Glücks gegeben. Naja, gut. Ja, und nu? Ja, wir sind krank scheinbar. Wir sollen einen Wendigo töten, während wir ein Clownskostüm tragen. Das ist alles nicht so einfach. Wir haben nämlich kein Clownskostüm. Okay, ich sehe gerade rechts oben, das sind alles keine Aufträge, die wir jetzt machen wollen würden. Und was sagt uns die Karte? Oh, erstmal sagt uns die Karte, wir sind ganz allein auf der Karte. Nein, einer ist auch noch da. Axel, 62.500. Ja, wir sind zu zweit auf der Karte. Oh nein. Ja, doch. Oh, das habe ich aber in der Beta-Phase jetzt noch nie gesehen, dass da wirklich nur zwei Leute auf so einer Karte sind. Lohnt sich das denn, für zwei Leute so einen Surfer zu betreiben überhaupt? Ich glaube fast nein. Ach, hier haben wir eine Aufgabe. Wann haben wir die denn bekommen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das haben wir jetzt wahrscheinlich hier im Whitespring bekommen, diese Aufgabe. Also informiere dich über die Geschichte von Riverside Manor. Ja, und wie machen wir das jetzt? Naja, wir haben immer noch unser Ziel vor Augen. Wir wollen immer noch hier unten hin. Da, wo ist es? Da wollen wir gerne hin. Ja. Aber ich glaube, wir verkaufen nochmal Schrott. Und was ist das? Event, fruchtbare Erde. Ja gut. Da wir nur zu zweit sind auf der Karte, werden da nicht viele Leute auftauchen und das Event bestreiten, denke ich. Ach so, ich wollte was ganz anderes gucken. Wo ist denn unser letzter Todespunkt gewesen? Wo? Ach so, okay. Der ist weg. Also, wenn wir neu starten. Okay. Oh, was ist das? Hey, was ist das denn? Status nicht im Besitz. Essen 4, Gold 3, Säure 1, Wasser 4, Kupfer 1. Oh, wir sind neugierig. Vielleicht können wir da eine Siedlung aufbauen.
Also, ja, da wir unser Material verloren haben scheinbar. Also nochmal, wenn man neu startet, dann ist wohl dieser Punkt, an dem man gestorben ist, der ist dann wohl weg. Aber gucken wir mal, ob wir unsere Sachen vielleicht doch jetzt im Inventar haben. Nein, der Schrott ist weg, für alle Zeit verloren. Oh, das ist aber schade. Komm, wir drehen uns einmal. Oh. Nee, da ist auch unten auf dem Radar ist kein Totenkopf zu sehen. Also ist unser Zeug wohl. Unser Zeug wohl weg. Na, schade. Okay, das macht aber nicht sehr viel. Wir haben ja sowieso unser Ziel vor Augen. Moment, warum laufen wir in diese Richtung? Vielleicht ist das eher diese Richtung, in die wir laufen wollen. Ja, sollen wir denn jetzt hier noch Zeugs einsammeln? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja gut, wir haben Durst. Wir haben doch den Golftee, haben wir doch. Ah, das ist aber gar kein richtiger Tee gewesen. Golftee. Golftee, das sind diese kleinen Dinger, wo man die Golfbälle drauf... Wo man die Golfbälle drauf packt. Was ist denn hier los mit dem Licht und so? Oh. Die Roboter wissen wohl auch nicht so genau, was hier los ist. Wir haben nichts zu trinken. Ja, komm. Dann gehen wir eben durstig, wie wir sind, los. Ein Stimpack haben wir auch nicht. Ein Raiderlager oder so etwas. Aber leider weiß ich jetzt nicht so genau. Ah, okay, hier haben wir das. Monongar. Umspannwerk, ja gut. Ich denke mal, hier müssen wir nicht unbedingt rein. Außer um etwas zu essen oder trinken zu finden. Supermutant. Keine Sorge. Aha. Autsch. Was war das? Ah. Wie kam die Maulwurfsratte so schnell darauf? Oh. Da fliegt der Supermutant. Oh, ich höre doch schon wieder was. Noch eine? Oh, die können aber gut treppen, klettern, steigen hier. Oh, der lebt ja noch. Ey, was ist denn? Ja, habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass da noch eine ist. Ich wollte gerade schön den Supermutanten abschießen, aber dann kümmern wir uns erstmal um die Maulwurfsratten da. Moment, wo sind wir rein? Wo ist das?
Ja, komm schon. Ich habe den Eindruck, es ruckelt heute ein wenig. Aber ein bisschen unwesentlich. Ach, da haben wir in Fallout 4 schon Schlimmeres erlebt. Oh, eine Brombeere. Wow, da! Wo ist sie hin? Na also. Wow. Noch so eine. Ja, aber wo? Ich hab nichts gesehen. Da! Eine Brombeere nochmal. Irgendwas läuft hier immer noch. Warum sind wir so langsam? Na, jetzt ist der Supermutant natürlich weg, aber wir warten, bis die Maulwurfsratte hier raufkommt. Ach, da oben ist sie. Oh, die wird bestimmt hier auch noch hinkommen. Vielleicht gehen wir noch eins höher. Oh, hoppla. Na. Der Kampf gegen die Maulwurfsratten. Eigentlich sind wir doch mit Maulwurfsratten schon vertraut. Na, jetzt kommt keine mehr, okay. Der Supermutant ist weg. Oh, den Roboter hat es aber auch ganz schön erwischt, scheinbar. Ja, ich weiß, wir haben Durst. Na, was haben wir denn Leckeres? Oh. Na, was ist denn nun los? Kommt sie doch nochmal? So eine riesige! Ja gut, das nehmen wir alles mit natürlich. Unser Inventar ist ja jetzt wieder relativ leer. Und vielleicht schaffen wir es doch noch irgendwie einen Supermutanten auszumachen von hier. Oh, sieht aber erstmal nicht danach aus. Aber da unten liegt sowieso einiges. Ich sehe da sowas wie ein Yaogwai liegt da rum oder so. Irgendwas Leuchtendes. Ah, da gehen wir doch mal hin. Ach so, Moment, Moment. Da fällt mir gerade ein, wir sind gestorben hier irgendwo, oder? Wo ist denn unser Zeug? Oh, schade. Das Zeug ist wohl weg. Oder hier durchgefallen vielleicht, nach unten hin? Ah, genau unter der Maulwurfsratte. Ah, wegbewegen können wir sie dann nicht. Okay. Schade. Naja, okay, dann. Es war ja nur Schrott, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass die Tüten in letzter Zeit entweder ziemlich schnell verschwinden oder uns geklaut werden. Vielleicht folgt uns irgendwer, aber da ist ja nur einer auf der Karte. Ach, da sind doch bestimmt jetzt mehr auf der Karte schon, oder? Oh, das ist echt seltsam. Dass wir hier so alleine sind, das finde ich sehr gruselig. Also in der Beta-Phase. Habt ihr ja gesehen, da waren die Server immer voll, die Karten also. Oder alle haben uns geblockt vielleicht. Wir sind jetzt mit dem Einzigen hier, der
der uns nicht geblockt hat. Aber warum sollte man uns blocken? Wir haben doch gar keinen Blödsinn gemacht. Wir haben ja auch gar keinen getroffen hier bisher. Oh, so viele Orte haben wir schon entdeckt. Oh ja. Ja, da sind wir ganz schön rumgekommen und weiter geht's. Wir haben ja ein Ziel. Ach so, da sind wir. Ja gut, unsere Sachen sind weg. Da wird uns jetzt eben noch angezeigt, unser letzter Todespunkt. So. Die sind ja friedlich hier, hoffe ich. Aber die Supermutanten haben vielleicht richtig gute Waffen. Ach nee. Das Grüne ist kein Yaogwai oder so. Ah, aber da liegt der Supermutant. Oh, die haben aber hier leider ganz schön gewütet. Hoffentlich bleibt das nicht so. Oh, er hat ein Jagdgewehr dabei. Naja, immerhin. Und einen Kronenkorken. Einen Kronenkorken. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen leveln auch. So sehen, dass wir unsere Skills sinnvoll verteilen, damit wir den Schatzsucher-Skill oder Perk bekommen. Korkschrott. Niedlich. Ja, dann wollten wir hier doch gar nicht gucken eigentlich. Warum gucken wir denn dann hier? Supermutant kommt selten allein. Ja, wir nehmen so ein bisschen Schrott, damit sich das wenigstens lohnt, wenn wir demnächst sterben und unsere Sachen nicht wiederbekommen. Und vielleicht finden wir doch noch so etwas wie eine... Bitte unterlassen Sie Diebstähle, Plünderungen, Angriffe, Mord und das Herumtrampeln auf den Blumen. Ja. Das machen wir ja. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas zu essen oder zu trinken hier. Trinken wäre doch ganz wichtig. Ja, ich glaube, wir sollten weiterlaufen und zusehen, dass wir einen Fluss oder so etwas finden. Oh, da liegt einer. Hey... Ganz schön nebelig schon wieder hier. Giftige Gase vielleicht. Psycho und ein Stimpak vielleicht. Ja. Oh, Moment. Warum können wir das Stimpak nicht sofort nutzen? Der hat keine Geschichte zu erzählen hier, oder? Naja, der wird vielleicht von den Gasen hier so ein bisschen vergast. Na, das sind wahrscheinlich diese Gabelstapler, aus denen weicht das vielleicht aus. Irgendwie habe ich den Eindruck, wir können heute besonders hoch springen. Wie kommt's? Das müssen wir doch mal ausprobieren, wenn wir hier raus sind. Ah, Feuer ist nicht gut. Feuer ist nie gut, wenn man da durchläuft. Was ist hier? Leere Müll. Ein Wecker, okay. Und hast du auch ein Stimpak für uns? Nein. Ach so, ja, irgendwas stimmt nicht mit dem Stimpak. Ich wollte das nehmen, aber das hat nicht funktioniert. Und wir gucken mal. Stimpak, Stimpak, Stimpak. Es sollte auf 5 sein eigentlich, Stimpak. Ach, ist es gar nicht mehr. Okay, dann favoritisieren wir das einmal und legen das hier im Rad einmal auf 5 ab. Können wir das hier oben durchschalten vielleicht? Nein. Stimpak, da ist es. So. Und auf 3 war sonst eigentlich auch immer eine Waffe. Ja, aber ich glaube, die haben wir zerlegt. Dann ist sie weg. Wow. Da war eine Falle dran. Ja, so viel ist aber auch nicht drin gewesen jetzt. Hm, na dann. Weiter geht's. Hier ist ein Raum.
gut erhaltenes Insta-Püree. Sowas finden wir wenigstens noch. Sehr schön. Ja, wenn wir auch sonst nicht viel finden, so kronkorkentechnisch oder so, ist nicht viel los hier. Aber wir brauchen erstmal den Perk. Schatzsucher und Schnorrer sollten wir auch verbessern. Oh, Mais, das können wir nachher vielleicht anpflanzen. Ja, wenn hier nichts mehr in dem Müllkübel ist, dann geht's jetzt weiter. Das heißt, es geht weiter. Oh. Das White Spring bleibt sicher. Weiter geht es in der nächsten Folge, denn diese Folge ist vorbei. Aber erstmal können wir vielleicht noch ein Thumbnail machen oder ein im Allgemeinen so ein Bildchen hier. Fotomodus. Wie wir am Verdursten sind. So, Sichtfeld. Ach so, ja, okay. Ja, die Tiefenschärfe lassen wir mal an. Einen Ausdruck brauchen wir. Und posieren wollen wir auch. Ja, so vielleicht. Sicherheitseinsatz läuft. Okay. Sepia. Ach, das würde doch gut passen jetzt. Textur, brauchen wir da was? Ach so. Ja, und einen Rahmen nehmen wir vielleicht diesmal auch. Nein, doch keine Logos. Ach, ist das nicht neu? Landview Lighthouse? Sicherheitseinsatz läuft. Ah, White Spring, da ist ja. Okay, dann müssten wir uns aber ein bisschen anders hinstellen. Okay, das passt. Schade, ich hätte den Roboter eigentlich gerne mit drauf gehabt, diesen Wachbot. Der kommt ja nochmal zurück. Ein schönes Andenken. Das White Spring bleibt sicher. Oh, schade. Ja, gut, sein Kopf ist etwas abgeschnitten, aber na, das reicht. Okay, liebe Welt da draußen, wir sind damit am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.